Ich bin Johanna Voll, arbeite an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Soziologie, mache dort Lehre im Bachelorbereich und bediene das Modul Sozialwissenschaft, mache da viel mit Methoden, Online-Methoden, aber eben auch viel in Bezug auf die Zukunft der Arbeit. Bin also in meinen Themen relativ hier und jetzt verortet. Außerdem promoviere ich noch zu Themen rund um die Reorganisation von Erwerbsarbeit in der Spätmoderne. Bin ferner ein bisschen involviert in der German Coworking Federation, dem deutschen Coworking-Verband, wo ich mich engagiere und da eben auch an Konferenzen teilnehme und mitwirke. Genau, das mache ich so beruflich. Ansonsten ist mir noch wichtig zu erwähnen, dass ich ehrenamtlich bei der Stiftung Bürgermut tätig bin. Die setzt sich mit dem Motto Gutes einfach verbreiten für Projekttransfer ein und da organisieren wir Barcamps, ganz viel auch in diesem Refugee-Bereich zurzeit und das macht mir große Freude und da lernt man ganz tolle Initiativen kennen und sieht sie auch wachsen, das ist dann besonders schön. Ansonsten lebe ich mit meiner Tochter gemeinsam in Berlin. Vielleicht fangen wir doch erstmal an mit so einem Überblick über, wie siehst du die Coworking-Szene? Also kannst du mal so einen Überblick geben? Wie würdest du das so beschreiben? Vielleicht fangen wir damit an. Ich bin jetzt, sagen wir mal, 2017, seit ungefähr 6 Jahren verfolge ich die Coworking-Szene. Von daher glaube ich, dass ich da schon einige Player identifizieren konnte, Protagonisten der Szene. Und wenn man jetzt wirklich Coworking als das Dach, würde ich fast auch so ein bisschen diese Fab Labs Maker Movement Geschichte mit als Teil davon sehen. Das könnte ein Player sein, wo eben Technologie und modernes Handwerk zusammen gedacht werden. Zweiter Punkt wären für mich diese Inkubatoren, Accelerator Programme, die sich ja oft entweder auf ganze Coworking Spaces erstrecken oder eben irgendwie angedockt sind innerhalb von Spaces, die dann auch wiederum ganz nah dran sind an Unternehmen, an der Industrie. Das könnte man dann auch so als Corporate Coworking, was immer größer wird, immer wichtiger wird, bezeichnen. Dann hätten wir als nächstes, was ich gerade in den letzten Jahren sehe, diese unheimliche Expansionswelle, die Coworking-Ketten, die ja sich verbreiten. Ein bisschen ausgehend durchaus von den USA, da hat es früher angefangen, aber jetzt schwappt auch einiges nach Europa rüber. Und da gibt es ja dann wirklich milliardenschwere Ketten, die sich im Grunde in allen Metropolen die schönsten Plätze sichern gerade. Was ganz spannend ist, ist ja dann zu sehen, wie das so weitergeht, wie da vielleicht auch ja wirklich der Kampf um den Markt demnächst entschieden wird, wird da vielleicht nicht so schnell, aber das ist ein dritter Player, den ich da so sehe. Und dann gibt es die große Gruppe der tatsächlich organisch gewachsenen kleinen Coworking Spaces, die ganz oft eher von der Community so ein bisschen bottom-up getrieben werden, entstehen, vielleicht dann auch erst im zweiten, dritten Jahr expandieren, wo der Profit nicht das höchste Ziel ist, sondern ja, vielmehr das tatsächlich nachhaltige Bestehen der Community, die schon da ist. Dann könnte man auch sagen, als wichtigen Faktor die Engagierten der Szene selbst, die sich auch auf unterschiedlichen Ebenen zusammenschließen. Da gibt es so ein bisschen eine weltweite Bewegung, die sich zum Beispiel über das Coworking Wiki ausdrückt. Auf EU-Ebene war es lange Zeit die Coworking Assembly. Das hat sich jetzt leider seit der letzten Coworking Europe ein bisschen geändert. Und das ging jetzt ein bisschen in die Open Coworking Bewegung, die da auf europäischer Ebene als Organ der Szene Dinge, Forderungen auch politisch vorantreiben zum Beispiel. Auf deutscher Ebene haben wir den Coworking-Verband, die German Coworking Federation, aber genauso gibt es in anderen europäischen Ländern auch einzelne Verbände, die sich in unterschiedlichen Formen zusammengeschlossen haben. Und nicht zuletzt gibt es natürlich auch noch die Coworkenden selbst und da ist ganz spannend, das ist nicht so diese anonyme Masse der Solo-Selbstständigen, Freelancer oder kleinen Startups,
sondern da zeigen Zahlen vom jährlich durchgeführten Coworking Survey, vom DeskMac zum Beispiel, dass immer mehr Angestellte in den Spaces zu finden sind, dass das mittlerweile die größte Gruppe ist von Menschen, die dort arbeiten, ortsunabhängig arbeiten. Vielleicht nicht jeden Tag, aber zumindest zeigen das die aktuellen Zahlen. Und das ist auch eine ganz spannende Entwicklung eben in Verbindung mit diesem Corporate Coworking und der Auslagerung von Kernarbeitsplätzen eben hin an die Lebensorte der Menschen. Genau. Kannst du erkennen, ob es irgendwie regionale Unterschiede gibt, so von den Schwerpunkten? Also unterscheidet sich Berlin, sagen wir mal, von München, Hamburg in der Coworking-Szene oder ist das eine Frage, die jetzt... Das sicherlich. In Berlin ist zum einen, also Berlin hat eine absolute Vorreiterrolle, wenn man so den deutschlandweiten Vergleich sieht. Hier gibt es ungefähr 100 Spaces, je nachdem, wie man so dazu zählt. Das sieht in München, Hamburg, Köln ein bisschen anders aus. Da gibt es auch einige. Ganz aktuelle Zahlen habe ich nicht. Es ist auch so ein bisschen spannend, wie sich die Spaces untereinander vernetzen. Da gab es lange so eine, ich mache hier lieber mal einen Koch in mein eigenes Süppchen Mentalität. Jetzt in Berlin gerade ändert sich das. Da gibt es Stammtische der Community Manager und auch richtige Kooperationen untereinander, wo man dann gegenseitig Member austauscht oder denen eben auch einen Arbeitsplatz in einem anderen Coworking Space anbieten kann. So diese Netzwerke unter den Coworking Spaces, die immer mal wieder angedacht werden, dann vielleicht auch nicht ganz so gut funktionieren. Da gab es mal das oder gibt immer noch das Coworking Visa Programm. Und wenn da Spaces mitmachen, heißt es eben, dass die Member dann entsprechend auch in den anderen mitmachenden Spaces sich aufhalten können. Ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt einen kleinen Coworking Space im Allgäu hat und dann aber doch die ganze Woche über in London arbeiten geht. Aber da gibt es auch Regelungen, die dann gefunden wurden, dass es eben limitiert ist, wie oft man wo wechseln kann. Innerdeutsche Unterschiede kann ich so... Ja, Berlin hat eben diese Sonderrolle. Sicherlich hat es auch mit Leerstand, einfach mit Möglichkeiten zu tun, wo Spaces aufgemacht werden. Es rückt gerade alles auch so ein bisschen aus dem Stadtzentrum raus. Das ist ein Trend, der erkennbar ist, dass sozusagen in den Vororten oder kleineren Orten, vielleicht auch gar im ländlichen Raum, da ist es auch eine ganz, ganz spannende Entwicklung, was da so passiert mit anderen Initiativen und Programmen zusammen. Im Grunde, auch wenn man es nochmal eine Stufe höher hebt, ist Coworking insofern spannend, weil es eben tatsächlich parallel global angefangen hat. Man kann gar nicht so genau sagen, da war der Kern und dann haben es alle nachgemacht. Weil in ganz vielen, wenn ich mit vielen Coworking-Space-Betreiberinnen und Betreibern zusammenkomme, sagen die, na, wir haben das dann irgendwie gemacht, ohne dass wir wirklich den Begriff Coworking kannten. Also es wurde praktiziert an unterschiedlichen Orten und erst dann wurde sozusagen das Label Coworking draufgepackt. Man geht ja davon aus, dass es jetzt so in Richtung Co-Living mehr auch so reingeht. Siehst du diesen Trend? Also ist der schon am Arbeiten? Also jetzt, dass es einzelne Co-Living Spaces gibt, ja, aber siehst du da einen Trend? Das auf jeden Fall. Ich sehe zum einen, das sind so zwei Trends, die ich da gerade in Zukunft sehe. Das ist zum einen Co-Vacation. Und dann eben auch Co-Living, wo man eben nochmal genau gucken muss, was ist da was. So genau, ganz genau sicher bin ich mir da auch noch nicht. Aber so ist es ja auch in dieser flexiblen Arbeitswelt, dass sich das auch immer ändert. Unter Co-Vacation versteht man im Grunde die Verbindung von Coworking und Vacation, von Urlaub. Das ist dann eben Arbeiten und Tourismus gemeinsam gedacht, meistens an ganz schönen Orten. Mit Palmen und Strand, aber auch gerne im ländlichen Raum, um sich eben mal so zurückzuziehen. Und dann gibt es eben Co-Living-Experimente. Die können temporär sein, aber eben auch auf längerfristige Dauer angelegt sein. Und da muss man mal gucken, da gibt es so die ersten Spaces, wo auch Leute wirklich permanent leben. Und dann, das kam so ein bisschen auch von Alex Hillman von Indie Hall aus Philadelphia, der in so einem Co-Living-Projekt mit drin steckt, das würde ich jetzt aber eher so ein bisschen als Baugruppe sehen, die es ja auch schon gibt. Und da muss man eben schauen, was es so viel spezieller macht als jetzt diese Wohn-Lebensprojekte, die es ja schon immer gab. Und da muss man einfach mal gucken, da sind sicherlich noch Studien zu notwendig, dass man da mal ein bisschen genauer reinguckt, aber es ist auf jeden Fall ein Trend, der sich abzeichnet.
Das schon. Da fällt mir ein, es gibt ja auch diese schwedische Hoffis, Hof, weiß ich, ja, das habe ich. Siehst du das auch irgendwo, dass man quasi seine Privaträume, dass das immer stärker geöffnet wird auch für andere, oder ist das? Ich glaube, das ist eine ganz individuelle Sache, ob man das mag. Da sind wir ja auch bei den Themen der Entgrenzung, die ja immer bei Coworking auch eine große Rolle spielen. Wie doll will ich Arbeit und Leben trennen? Ist mein Coworking Space ein Mittel zur Begrenzung, ne? Dass ich wirklich zu Hause ist, ist mein Zuhause, und der größte Konkurrent von Coworking ist ja das Homeoffice. Oder die meisten Leute, die irgendwann in den Coworking Space gehen, kommen aus dem Homeoffice, weil ihnen da die Decke auf den Kopf gefallen ist und der Abwasch wichtiger war. Von daher kann für manche Leute, glaube ich, eine sinnvolle Erweiterung sein. Viele brauchen das aber auch ganz bewusst, zu sagen, ich verlasse morgens das Haus und gehe raus und gehe an einen anderen Ort zum Arbeiten. Ne? Das ist dann eben deren Begrenzungsstrategie, um da eben auch eine klare Trennungslinie zu ziehen. Siehst du sowas, gibt es so eine kollaborative Bewegung im Moment? Ist Coworking ein Teil davon oder ist es der Auslöser vielleicht davon? Also zielt schon auf die Coworking-Bewegung an sich ab. Ne? Das ist ganz interessant, weil sehr viele Autorinnen und Autoren einfach mal voraussetzen, es gibt eine Coworking-Bewegung. Die hinterfragen das schon gar nicht mehr. Es gibt andere, die setzen sich damit noch ein bisschen genauer auseinander. Und spätestens dann landet man bei den sogenannten Coworking-Werten, die auch schon ziemlich lange so mal festgelegt wurden. Die findet man im Coworking-Wiki zum Beispiel. Und namentlich sind das Kollaboration, Offenheit, Community, Zugang und Nachhaltigkeit. Und ich denke, man muss wirklich ganz genau gucken, inwiefern diese wirklich praktiziert und gelebt werden in den einzelnen Spaces und was da wirklich hintersteht. Oder ob es vielleicht bloß ein paar schöne Buzzwords sind, die auf der Webseite gut aussehen. Und da kann man im Grunde, oder sollte man vielleicht bei Coworking Spaces genau gucken, wie offen die tatsächlich sind oder eben restriktiv. Es gibt, was das Argument für eine Bewegung unterstreichen würde, auch noch ein Manifest, das Coworking Manifest. Nur ist das tatsächlich, wenn du fragst, momentan fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das ist schon ein bisschen älter und da muss man eben schauen. Außerdem sprechen natürlich diese institutionalisierten Formen in Form von Verbänden, von Vereinen, die sich da gründen, auch zeigen da so ein bisschen in die Richtung. Da hängen ja auch politische Forderungen mit dran. Ich glaube, die große Phase der Sensibilisierung für das Thema Coworking, da sind wir teilweise noch dabei und werden es wohl auch immer bleiben. Jetzt kann man schon einen Schritt weitergehen. Ich glaube, heutzutage ist es für Betreiberinnen oder Gründerinnen von Coworking Spaces ein bisschen einfacher, vielleicht einen Kredit zu bekommen, als noch vor 5, 6 Jahren, wo noch niemand was mit dem Konzept anfangen konnte. Im Rahmen dieser Debatte um die Coworking-Werte geht es immer ganz zentral um Gemeinschaft und inwiefern da wirklich eine Gemeinschaft nachhaltig aufgebaut wird. Und auch um eine große Debatte zwischen, was der Unterschied ist zwischen Coworking Spaces, Businesszentren, Real Estate, Vermietungsfirmen, Agenturen oder einer puren Start-up-Förderung. Und dann gibt es da wahrscheinlich noch ganz viele andere Ausdifferenzierungen dazwischen und Grauzonen natürlich. Und ich glaube, da ist viel Potenzial, muss man sich aber genauer angucken. Was ist denn die Motivation der meisten Leute, die in den Coworking Space gehen? Also wenn du sagst, dass immer mehr Angestellte da auch reingehen, ist das nur die Motivation, dass sie ansonsten zu Hause arbeiten, oder gibt es auch seitens der Unternehmen zunehmend die Forderung und Hoffnung, dass daraus kreative Serendipity-Effekte ergeben? Ja, also gerade Serendipity ist ja ein Begriff, der den trifft man immer wieder, wenn man sich so ein bisschen in den Coworking-Bereich umschaut. Von daher, ja, aber Studien zeigen, dass schon der Hauptgrund, warum es Menschen in Coworking Spaces zieht, die Gemeinschaft ist. Das nicht mehr das alleine zu Hause sitzen, sondern mit anderen Leuten, die vielleicht in meinem Feld oder auch gar nicht unterwegs sind, dass die einfach mit da sind, sich gegenseitig zu motivieren dabei, vielleicht auch mal einen Kaffee zu trinken, und dann kommen eben die
Serendipity, dieser glückliche Zufall in der Teeküche, dass man zufällig jemanden trifft, der einem bei seinem eigenen Projekt gerade weiterhelfen kann oder dem ich weiterhelfen kann. Genau, das ist schon so, glaube ich, das ist das spannendste Moment, wo das dann passiert. Wenn du sagst, es sind viele Angestellte, das ist jetzt die größte Gruppe. Also wie kommt es, dass auf einmal die Angestellten in Coworking Space gehen und nicht mehr in ihre Firma wie früher? Ich glaube, das hat natürlich mit dem Schrumpfen der Firmenzentralen oder der Firmensitze zu tun. Da haben wir die ganze Pendelproblematik. Vielleicht bin ich eben bloß an ein, zwei Tagen im zentralen Office der Firma und an den anderen sitze ich eben an meinem Wohnort oder da, wo mein Team gerade ist, in einem Coworking Space. Und natürlich sind da auch, das haben wir jetzt ein bisschen unterschlagen, aber die Kostenfrage ist natürlich auch, wenn ich die Pendelei einspare, das ist eine Sache, oder eben entsprechend die festen Arbeitsplätze in meinem Bürokomplex kann ich ja an den anderen Tagen dann anderweitig nutzen. Das schon. Das ist so, also die Zahlen sind gerade noch relativ neu, vielleicht geht es auch wieder ein bisschen zurück, also die Unterschiede sind nicht so gravierend, aber es ist auf jeden Fall ein Trend. Und was ich zum Beispiel auch, es gab mal eine Mitarbeiterin der Senatsverwaltung hier in Berlin, die sich auf die Fahne geschrieben hat, vom Projekt Zukunft, die eben für Kreativität und Kreativwirtschaft zuständig war und wollte mindestens einen Tag im Monat mal in einem Coworking Space arbeiten. Und da ist der Faktor Tapetenwechsel, glaube ich, auch nicht zu vernachlässigen. Und ob man da nur einzeln mal in einem Coworking Space sitzt oder mit einem ganzen Team anrückt, und einen Tag einfach mal eine andere Atmosphäre hat. Ich glaube, das macht schon was für Prozesse, die da innerhalb der Firmen passieren. Wir haben ja jetzt auch über die Kosten gerade gesprochen. Das wäre für mich der Anknüpfungspunkt. Wir sitzen jetzt hier in der Factory. Also, es sind ja nicht nur Einzelleute, sondern hier werden ja auch ganze Teams und die ganze, ganze Firmen vielleicht da. Ja, klar. Auf jeden Fall. Also das ist dann in dem Moment, also hier unten ist quasi Coworking, obendrauf ist quasi... Nein, also da muss man ganz klar sagen, die Factory ist kein Coworking Space. Die beziehungsweise sagen, hier wird Coworking als Praxis durchaus praktiziert. Da muss man auch immer noch, finde ich, ein bisschen differenzieren. Sie sagen aber von sich selbst, sie vernetzen die Mitglieder untereinander und indem man hier Mitglied ist, hat man auch kein Anrecht auf einen Arbeitsplatz, man ist Teil der Community. Da legen die sehr großen Wert drauf und verstehen sich eben schon als großes Campus, unter anderem für Startups mit einem Tech-Fokus. Aber eben auch Firmen, die über diesen Schritt der Startup-Phase hinauswachsen und haben eben unten hier diesen offenen Bereich und darüber eben Büros in diversen Größen, von relativ klein bis hin zu ganzen Etagen von SoundCloud zum Beispiel, die ja oben sitzen auch. Das ist in anderen Spaces ganz höchst unterschiedlich und es ist ja auch das Spannende, dass die Szene so ausdifferenziert ist von Spaces, die sagen, nee, wir machen hier nur Flex-Desks, flexible Arbeitsplätze und am Abend ist hier alles wieder sauber und jeder nimmt seinen Kram mit nach Hause. Oder dass es eben wirklich kleine Büroräume gibt, die womöglich hinter einer Glaswand oder eben total abgeschlossen sind, aber man ist trotzdem Teil vom Space. Das ist wirklich ganz unterschiedlich und eine Kombi aus beiden hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Es kommt immer darauf an, wie man die Leute dann mit einbezieht und muss eben auch aufpassen, wenn so ein Unternehmen in einem Coworking Space zu stark wächst und die auf einmal mit 20 Mitarbeitenden dort vor Ort sind, wie sehr das dann noch klappt mit der gelebten Community oder ob die dann nicht ihr eigenes Ding machen und dann eben woanders auch besser aufgehoben werden. Welche Ausprägungen an Spaces gibt es sowas, irgendwie, die dich so besonders fasziniert haben, die du so ganz originell findest? Da fange ich vielleicht nochmal so ein bisschen an. Ich bin auf das Thema Coworking im Rahmen eines Seminars gekommen zu neuen Erwerbsformen bei meiner damaligen Professorin, mittlerweile Chefin an der Uni. Und da habe ich das erste Mal 2010, 11 mir Coworking Spaces angeschaut und habe dann in dem Seminar und irgendwann später auch meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben und habe mich da fokussiert auf Coworking Spaces mit Kinderbetreuung.
Und das war damals ganz spannend, da war so eine Welle, wo die ersten Gründerinnen und Gründer selber Kinder bekommen haben. Und erst dann fängt es an, wirklich wichtig zu werden, ne? Wenn man sich wirklich selber mal Gedanken um das Thema Kinderbetreuung machen muss. Und dann wollten alle ganz unbedingt Coworking Spaces mit Kinderbetreuung gründen. Und deswegen habe ich mir das ein bisschen genauer angeschaut, war in London bei einem sehr gut funktionierenden Space, Third Door, und in Leipzig beim Rockzipfel und in Köln, und habe gemerkt, es gibt ganz unterschiedliche Varianten von dieser Spielart. Flexibles Arbeiten und flexible Kinder gibt es aber nicht. Die wollen gerne Strukturen und die wollen gerne jeden Tag und am besten ähnliche, gleiche Menschen, die sie dann, Bezugspersonen, die sie da wiederfinden. Von daher sind leider viele von diesen Projekten gescheitert, was aber auch an behördlichen Auflagen lag, weil ab da, wo Kinder Essen, Hygiene, sowas, Sicherheitsaspekte im Spiel sind, da wird es dann manchmal ganz schön anstrengend. Was aber jetzt total spannend ist, um auf die Frage zurückzukommen, ist, dass in den letzten Monaten in Berlin gleich drei solcher Spaces aufgemacht haben. Und da bin ich natürlich auch ganz gespannt, wie die das so handeln. Ich muss mich noch mal genauer angucken, aber auf jeden Fall machen die auch ganz viel Netzwerkarbeit. Was ich damals schon gezeigt habe, es gibt verschiedene Modelle von zum einen, ich habe im ersten Geschoss einen Coworking Space und darunter ist eine relativ normale Kita. Man hat trotzdem, da sind dann eben Plätze für die coworkenden Eltern reserviert oder die haben da irgendwie ein Vorrecht auf solche Plätze und bringen ihre Kinder auch relativ regelmäßig hin. Das ist so das eine Ende des Spektrums. In der Mitte haben wir solche Modelle, wo Coworking und Kinderbetreuung zusammen gedacht werden, so wie zum Beispiel bei Third Door, wo man sich in einem sogenannten dritten Ort dann zum Beispiel zum Lunch, zum Mittagessen gemeinsam trifft, aber sonst das schon relativ getrennt ist, aber es eben auch Überschneidungsbereiche gibt. Und dann gibt es ein bisschen auf der anderen Seite des Spektrums die Szenerie, die ich vielleicht eher so ein bisschen Richtung Attachment Parenting da verorten würde, wo es auch primär um besonders kleine Kinder geht, so im Altersbereich bis 3 Jahre, die vielleicht noch nicht in eine reguläre Kinderbetreuung gehen oder wo die Eltern das auch gar nicht wollen, die einfach ihre Kinder sehr nah bei sich haben möchten, wo man vielleicht noch stillt, wo die Eltern sich aber auch während der Arbeitszeit sozusagen um die Kinder kümmern, da teilt man sich dann so ein bisschen rein oder gibt eben vielleicht zu bestimmten Zeiten eine Kinderbetreuung vor Ort. Es ist aber wichtig, dass die Kinder in der Nähe bleiben und das ist auch so gewollt. Da wird Arbeiten und Kind eben gemeinsam gedacht und nicht als eine exklusive Sache. Und da kann man sich dann aussuchen, für welches Modell man selber so mit seiner Persönlichkeit und auch wie die Kinder natürlich gestrickt sind. Ne? Das kann man sich, das ist ja immer so eine Sache, man kann sich das selber noch so schön ausdenken, wenn das Kind da nicht so mitmacht und solche Strukturen dann gar nicht gut findet, dann muss man sich auch wieder was anderes überlegen. Aber diese Bandbreite gibt's und das finde ich ganz spannend, wo das noch so hingeht. Das ist eine Sache, die ich spannend finde. Ein zweiter Aspekt sind sicherlich Coworking Spaces an Universitäten. Da sind wir selber gerade dran in Frankfurt-Oder, da in den nächsten Jahren, muss ich leider sagen, weil das ein längerfristiges Projekt wird, was aufzubauen. Es gibt bereits andere Unis, wo das ganz gut läuft, wo es aber doch sehr mit dieser Inkubatoren-Geschichte, Förderung von studentischen Unternehmensgründungen verknüpft ist. Und wir wollen das Ganze ein bisschen größer denken und schauen da mal, was da in Zukunft bei rauskommt. Das ist eine Sache, wo ich so ein bisschen dran bin, die mich sehr interessiert. Und das nächste ist natürlich, aber wer ist davon nicht fasziniert, von diesen Coworkation-Spaces, wo dann alle digitalen Nomaden ortsunabhängig mit ihrem Laptop unter Palmen sitzen? Und da dann eben die Frage, ne, ob das wirklich alles so toll ist. Ob ich surfend meinen Morgen verbringe und danach noch den Laptop aufklappe und dann wirklich was zustande bringe oder was das wirklich mit den Menschen macht, diese temporären Geschichten. Da gibt es ja auch Coworking Camps oder das Coworking Boat und sowas. Ja, das finde ich auch mal relativ faszinierend. Hatte da tatsächlich auch meine Bachelorstudentin, die da geforscht hat zu und bei digitalen Nomaden ein bisschen versucht hat, hinter die Fassade zu blicken. Und
da auch also ganz spannende Storys gehört hat und aber auch eine gewisse Unruhe und Heimatlosigkeit, dass diese Entwurzelung da auch mit einhergeht. Und da ist halt auch spannend zu sehen, sicherlich ist das für viele Menschen eine temporäre Lebensphase, aber dann auch zu schauen, wie sowas weitergeht. Ne? Und gerade wenn man dann in Richtung Familie denkt, das schwingt bei all meinen Betrachtungen so ein bisschen mit, was mache ich denn dann, wenn eben noch mehrere Menschen da in einer kleineren Gemeinschaft dazukommen. Genau. Letzter Punkt, was ich auch super spannend finde, sind die diversen Nischen-Coworking-Spaces, die es schon immer gab, aber das differenziert sich ja immer weiter aus. Es gibt einige Coworking-Spaces, die sich auf Branchen so ein bisschen eingeschossen haben, die das auch ganz klar sagen. Wir machen hier irgendwas mit Mediendesign und suchen entsprechend auch nur so eine Leute. Dann gibt es aber auch viele Spaces, die sagen, nee, wir nehmen jeden. Und da ist ganz spannend, das sortiert sich dann selber schon aus. Die schreiben nicht auf ihre Webseite, wir nehmen nur Developer und das und den. Aber wenn man dann ein paar Tage da ist, merkt man schon, ob es passt, ob man da reinpasst oder nicht. Und da ist eben auch der große Vorteil in den ja doch meist sehr flexiblen Vertragsstrukturen, dann geht man halt nicht mehr hin und geht zum nächsten. Man hat ja eine gewisse Auswahl. Genau, Nischen-Coworking-Spaces. Es gab mal zum Beispiel einen veganen Coworking-Space, wo das Thema Nachhaltigkeit hier in Berlin dann natürlich noch einen besonderen Fokus hatte. Das fand ich ziemlich spannend. Oder Co-Sewing-Spaces, wo es dann eben die tollen Nähmaschinen mit ganz besonderen Sachen, die man sich jetzt vielleicht nicht einfach so zu Hause hinstellt, gibt und die man da dann eben, ob es privat oder gewerblich ist, nutzen kann, fragt ja keiner. Aber sowas finde ich schon ja, ganz spannend, was da noch so auf uns zukommt. Genau. Was ich eben so überlegt habe, gibt es dann auch, weil das eine ist mit den Kindern und das andere Ende ist ja dann mit den Eltern sozusagen, mit den Alten, gibt es da auch schon Modelle, dass man irgendwie da so, ich meine, ich glaube, das Unperfekthaus in Essen geht ja in die Richtung, dass sie, glaube ich, auch da so eine Etage haben für Ältere, dass sie da auch mitleben können. Es gibt ja auch viele, die so wirklich neugierig sind und da auch gerne noch Anschluss halten. Kannst du da? Nee, tatsächlich nicht. Ist aber auch. Nee, also vielleicht mal so einzelne Veranstaltungen oder so, ne? Aber dass ich jetzt, nee. Aber da würde ich vielleicht am ehesten in Richtung Open Coworking, ich weiß, die sind auch sehr engagiert, was zum Beispiel auch Menschen mit Behinderung und wie die eingebunden werden. Das ist auch so eine wichtige Sache, die ja, diese Barrierefreiheit, die oft bei der Konzeption von Coworking Spaces nicht so ganz mitgedacht wird. Und also da sind wir dann bei dem Punkt Zugang, ne? Accessibility, ob da wirklich jeder Zugang hat oder ob eben diese eine Stufe am Eingang, und sei sie noch so klein, da schwierig wird. Das war ganz spannend. Es gab bei der letzten Coworking Europe in Brüssel eine Session dazu, ein Barcamp, ob wir denn wirklich so offen sind oder ob wir uns das nicht bloß ein bisschen vorgaukeln. Und da ist das ziemlich klar rausgekommen, dass es da bestimmte Gruppen sind, wo man eben schauen muss, wie man die mit ins Boot holt. Weil das da auch formuliert wurde, dass schon der Wunsch der Bewegung ist oder der Szene, die jetzt da sich getroffen hat. Und da sind vereinzelt Menschen dran, aber ich glaube, da kann auch einiges vorangetrieben werden. Ist ja schon allein hier, ne? Wenn man sich so umguckt, ist es schon dominant weiß und männlich. Oder ist in vielen Spaces so. Es gibt aber auch schon ein paar Spaces, die sind explizit nur für Frauen, ne? Um so Frauennetzwerkförderung voranzutreiben. Es gab auch mal einen kurzen, der ist dann aber, glaube ich, relativ schnell mit einem Shitstorm belegt worden, einen Space, vielleicht war das in Australien nur für Männer, die das so ein bisschen Old Boys Netzwerkmäßig. So, wollen wir Punkt 7 nochmal? Wie muss man ja. Als Mensch gestrickt sein? Das ist natürlich schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, um wirklich in einem Space anzukommen,
bedarf es grundlegend einfach eine Offenheit. Ne? Offen auf die Sachen zugehen, gar nicht so sehr, weil dann gibt es ja auch verschiedene Netzwerkregeln, wie viel man ins Netzwerk reingeben muss, damit man was rausbekommt. Und war einfach so eine grundlegende Offenheit für die Erfahrungen, die dann da kommen. Und ob das nur die, ne, der glückliche Zufall in der Teeküche ist oder ganz andere private Verstrickungen, das muss man dann eben einfach mal sehen. Dafür ist natürlich wichtig, dass man ein Community Management hat. Das ist so eins der Kernelemente, wovon ein Coworking Space lebt. Und wenn das eben gut ist und wirklich auf die Menschen eingeht, die entsprechend auch vernetzt. Bei manchen wird das ein bisschen intensiver betrieben, dass da tatsächlich auch Plätze zugewiesen werden, wo man denkt oder wo der Algorithmus, wo man dann so Fragebogen ausfüllt, wo der nur denkt, dass man da hohe Überschneidungsmengen hat. Ich glaube, der Faktor Mensch ist da noch auch vielleicht der verlässlichere Partner oft. Das ist aber, das kommt natürlich auch total auf die Größe des Spaces an. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass in so ganz großen mit tausenden Menschen, da weiß ja niemand mehr wirklich, was der da drüben gerade macht und wo der vielleicht Hilfe gebrauchen könnte. Und da kommen wir dann natürlich auch darauf, eine gewisse Affinität durchaus zu Technologien, wo man sich dann eben auch mal darstellt. Früher gab es immer, war so eins der Must-Haves im Coworking Space, die Member-Wall, wo Fotos sind und zumindest ein paar kleine Stichpunkte, was man so macht. Ich glaube, dass es immer noch ziemlich beliebt wird, aber mehr und mehr auf Internetplattformen und ob das nur eigene Intranet-Netzwerklösungen oder ganze Komplettlösungen, die auch der Space verwaltet selbst sind. Genau, das zum einen und dann, ja, wie muss man gestrickt sein? Ich glaube, so als Mensch ist man ja schon, man ist ja so, wie man ist. Ich glaube, es kommt mehr auf das System, in das man so reingeht, an. Und da möchte ich so ein bisschen mit einem meiner liebsten Autoren, Jochai Benkler, halten, der kollaborative Systeme beschreibt, in denen dann eben die Eigennützigkeit ein bisschen in den Hintergrund gerät und tatsächliche Kollaboration entsteht. Und da sagt er eben, beschreibt er 7 Merkmale, die dafür wichtig sind, wo ich nur mal ein paar rauspicken wollte. Und da geht es auf jeden Fall um Kommunikation. Ne? Das ist, man muss offen sein, man muss kommunizieren, man muss irgendwie dabei sein und eben auch was mit reingeben. Das muss untereinander stimmen, da müssen Wege gefunden werden, wie das funktioniert, wie das angeleitet wird. Und im nächsten Punkt sagt er eben, es ist Framing und Authentizität. Bloß weil irgendwo kollaborativer Space draufsteht, heißt das noch lange nicht, dass das wirklich drin sein muss. Ne? Man muss eben wirklich das auch leben, was man da verkauft. Und das passiert am besten, indem man indem da wirklich Empathie und vielleicht auch moralische Vorstellungen gemeinsam entwickelt werden. Dass Werte, die man hat als Coworking Space Betreiber, als Organisation, auch mal hinterfragt werden, mit der Community auch gespiegelt werden und entsprechend vielleicht auch angepasst werden. Ne? Da gibt es unterschiedliche Selbstverständnisse von Community-Managern, die mir bislang so begegnet sind. Ne? Manche sagen, wir haben diese Philosophie und ihr macht jetzt da mit, wenn ihr hier sein wollt. Oder eben Menschen, die wirklich sagen, naja, ich bin hier, ich schaffe die Infrastruktur, das Leben seid ihr und wir handeln das gemeinsam aus, nach welchen Werten wir da agieren. Ein nächster wichtiger Faktor dabei ist natürlich Transparenz, weil so dieser ganze Prozess funktioniert ja nicht, wenn man das nicht auch wirklich offen kommuniziert, offen und ehrlich, wie gesagt, authentisch. Und eben auch der Glaube an so eine gewisse Gegenseitigkeit. Ne? Was gebe ich rein? Ich helfe dir jetzt hier bei deiner Steuererklärung und dafür kommt wahrscheinlich nicht von dir direkt was zurück, aber über einen anderen Weg, kann man vielleicht auch so ein bisschen Karma-Theorien vergleichen, das finde ich ganz spannend. Und was Benkler eben auch sagt, dass Diversität ein ganz wichtiger Punkt ist, weil wenn Menschen mit unterschiedlichen Motivationen zusammenkommen, kommt da immer irgendwie ein spannendes Ergebnis raus, setzt aber voraus, dass das System flexibel genug ist, um das auch anzuerkennen, um da auch solche Entwicklungen zuzulassen.
Genau. Ja, wie findet man diese Balance? Die Balance, genau. Das ist tatsächlich so ein bisschen der Knackpunkt. Da muss man eben auch schauen, was das Ziel ist. Ne? Das ist ganz klar. Es gibt einige Coworking Spaces, die sagen, klar, wir wollen Profit generieren. Wenn wir auf die Zahlen schauen, sieht das aber ganz anders aus. Gott, die aktuellen habe ich gerade gar nicht im Auge, aber es war immer so, ein Drittel ist nicht profitabel, ein Drittel kann sich gerade so über Wasser halten und das andere Drittel erwirtschaftet irgendwie schwarze Zahlen. Genau, von daher ist bei der Marktfähigkeit, müssen wir halt gucken, wo kommen die Einnahmen her und will ich das überhaupt? Manche Spaces sagen nämlich ganz klar, nee, der soll sich hier so irgendwie selbst finanzieren, klar. Aber richtig Profit machen will ich eigentlich gar nicht. Ich habe mein eigenes Geschäft hier noch, mein eigenes Unternehmen, unternehmerische Praxis. Das ist so eine Sache. Bei den Einnahmen an sich sehen wir auch, dass die pure Vermietung der Arbeitsplätze gar nicht das Haupteinkommens, der Haupteinkommensquelle ist. Da geht es dann auch um den Kaffeebetrieb zum Beispiel und um Events. Das habe ich tatsächlich öfter gehört, dass manche Betreiber sagen, ja, jetzt müssen wir schon wieder ein Event machen, damit wir da ein bisschen Kohle reinkriegen. Dann können wir aber wiederum die Plätze für die Community relativ günstig halten. Das ist so, das ist höchst unterschiedlich bei den verschiedenen Coworking Spaces und kommt eben auch ja, einfach auf die infrastrukturellen Gegebenheiten an, je nachdem, wie viele Eventräume ich da bespielen kann. Manche machen ja mehrere verschiedene Events nacheinander und das ist dann halt eben auch spannend, kommerzielle wie aber eben auch nicht kommerzielle. Und da kommen wir dann so in diesen Ehrenamtsbereich rein, wo eine gewisse Refugee-Coding-Schulen oder sowas oder Coding-Dojos für Kinder, sowas ist auch mal ganz spannend. Oder Meetups, das ist natürlich gerade im letzten Jahr hat das unheimlich zugenommen. Und das schätzen viele Coworking-Space-Betreiberinnen und Betreiber auch, dass sie dann vielleicht bei dem einen oder anderen kommerziellen Event ein bisschen mehr Geld einnehmen, um dann wiederum der Community was zurückzugeben und so eine Events kostenlos anzubieten. Sicherlich werden sie dann noch, wenn sie dann ein paar Getränke anbieten oder so, noch kleine Einnahmen generieren, aber das sind sicherlich nicht die Haupteinnahmequellen. Ein großes Problem, was ich so ein bisschen in der langen Betrachtung der Szene gesehen habe, ist tatsächlich die Selbstausbeutung. Das trifft vor allem bei den kleineren Spaces zu, die dann eben nur ein oder zwei Personen auf ihren Schultern diese komplette Organisation eines Spaces, dann vielleicht noch ein eigenes Projekt. Daran scheitern tatsächlich viele und ich habe da so ein bisschen auf die Formel, je mehr Herzblut damit drin ist, desto höher ist die Burnout-Chance. Und da muss man eben schauen, dass man von vornherein Hüte verteilt und die Community mit einbezieht. Viele Spaces hat sich auch als sehr hilfreich herausgestellt, bauen schon die Community auf, bevor sie überhaupt eröffnen, ne? Dass die da schon mitmacht, dass man zusammen Möbel baut, dass man Meetups macht und sich eben schon mal so Pop-up-mäßig vorher trifft. Das ist eine ganz schöne Sache. Und dann geht es eben darum, das Geschäftsmodell zu finden, mit dem man selber glücklich ist, ne? Mit dem der Space funktioniert und das entsprechend vielleicht auch mal anzupassen, wenn es eben nicht funktioniert. Und das eben wiederum immer mit einer Rückspülung zur Community, die kann man ja auch mal fragen. Coworking in 5 Jahren. Ich glaube, in einem meiner letzten Seminare habe ich ein bisschen übertrieben mit meinem Coworking Enthusiasmus und da las ich dann in einem Essay, wir leben im Coworking-Zeitalter, the Coworking Age. Ich glaube, das wird so schnell nicht passieren, dass wir alle nur noch in Coworking Spaces arbeiten werden. Wir sehen, dass die Zahlen sich gerade jährlich verdoppeln, sowohl an Spaces und eben auch immer mehr Leute dann entsprechend in diesen Spaces arbeiten. Ich glaube, das geht durchaus noch, da ist noch ein bisschen Luft. Wie steil die Kurve tatsächlich steigt, müssen wir mal schauen. Gerade mit diesen großen Ketten, die jetzt auf den Markt einströmen, hört man hier und da auch immer mal den Begriff Coworking Bubble. Das ist sicherlich eine spannende Entwicklung und da wird sich zeigen, ob es da Parallelen zur Finanzwelt gibt oder nicht.
Auf jeden Fall, das haben wir ja auch schon besprochen, werden diese Co-Living- und Co-Vacation-Konzepte weiter ansteigen, sich ausdifferenzieren, sicherlich das eine oder andere spannende Projekt und sei es auch nur temporär hervorbringen. Das ist ja auch so ein bisschen der Zauber an der Geschichte, dass nichts immer für lange so sein muss, sondern sich ziemlich schnell auch wieder ändern kann. Was ich noch spannend finde, und da sind wir zum Beispiel mit der German Coworking Federation auch mit dran, was so rechtliche Rahmenbedingungen betrifft. Da sehen wir jetzt zum Beispiel gerade die Arbeitsstättenschutzverordnung. Und wenn die auf Coworking Spaces angewendet wird, dann fängt es beim Licht an und mit der Tischhöhe und den ergonomischen Stühlen. Und da haben wir noch ein paar Herausforderungen, die wir da eben angehen müssen. Aber genau deshalb ist es ja auch schön, wenn wir da so eine gewisse Interessensgemeinschaft, eine Vertretung eben haben, die sich für sowas auch einsetzt. Und ganz weit gefasst finde ich natürlich ganz spannend, gerade weil ich so ein bisschen diese Kommerzialisierung der Coworking-Szene, des Coworking-Begriffs, der Spaces sehe, was da passieren kann im Hinblick auf eine Commons-Bewegung, im Hinblick vielleicht auf ein Gegenpol zu diesem Plattformkapitalismus, ob man da eben auch mit Bezug auf das Eigentum der Spaces ein bisschen was ändern könnte und da vielleicht in Richtung Plattform-Kooperativismus Spaces entstehen, die eben wirklich gemeinschaftlich getragen werden, was eben auch wirklich diese Eigentumsfrage betrifft. Und das zusammen mit Coworking zu denken, könnte, glaube ich, ziemlich spannend werden. Nicht nur auf die Praxis in diesen Spaces, sondern eben auch wirklich, wer am Ende davon, wem es gehört und wo die Kohle dann hinfließt und ob die eben immer unbedingt an ein großes Unternehmen fließen muss, wage ich zu bezweifeln. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nochmal einmal Cheese. Ah ja.